Die Ladezeit von Elektroautos ist für viele Leute, die sich für ein E-Auto interessieren, ein bedeutender Faktor bei der Kaufentscheidung. Aber wie lange dauert es, ein E-Auto zu laden? Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim und in diesem Video erkläre ich dir, mit welchen Ladezeiten du bei Elektroautos circa rechnen kannst. Bevor ich näher auf die Ladezeiten eingehe, ist wichtig zu erwähnen, dass die Ladezeiten von 5 wesentlichen Faktoren abhängen. Erstens von der maximalen Ladeleistung des E-Autos. Zweitens von der maximalen Ladeleistung der Ladestation. Drittens von der Batteriekapazität und dem Batteriestatus. Viertens von der Anzahl der Phasen und fünftens von den Wetterbedingungen. Okay, schauen wir uns jetzt die Ladezeiten an. Lädst du an einer normalen Haushaltssteckdose, kann das Laden rund 24 Stunden dauern, was natürlich für den Alltag meist sehr unpraktisch ist. Am schnellsten lädst du mit DC-Ladestationen, da die Ladeleistung von DC-Ladestationen teilweise bis zu 350 Kilowatt beträgt. Lädst du dein Elektroauto an einer Schnellladestation, ist es meist in ca. 30 bis 45 Minuten von 0 auf 80% aufgeladen. DC-Ladestationen haben aber auch Nachteile. Lädst du dein Elektroauto an einer Schnellladestation, bist du abhängig von deren Standorten. Wenn du dein Elektroauto regelmäßig an DC-Ladestationen lädst, kann die Leistung und der Zustand des Akkus beeinträchtigt werden. Zudem ist das Laden an einer öffentlichen DC-Ladestation teurer als das Laden an einer privaten Wallbox. Daher empfehlen wir das Laden an einer Wallbox. Mit einer Wallbox lädst du dein E-Auto in ca. 2 bis 6 Stunden auf. Beachte wie immer, dass die genaue Ladezeit aber von diversen Faktoren abhängig ist. Eine eigene Wallbox zu haben hat viele Vorteile. Du kannst dein E-Auto einfach zu Hause aufladen, während du gemütlich auf der Couch sitzt oder schläfst. Das Laden mit einer Wallbox geht deutlich schneller als an einer Steckdose. Und das AC-Laden mit einer Wallbox ist schonender für die Batterie als das Laden an einer DC-Ladestation. Willst du die Ladezeit selbst berechnen, dann teile einfach die Batteriekapazität deines E-Autos durch dessen Ladeleistung. Beachte aber, dass sobald der Akku zu 85 bis 90% aufgeladen ist, der Ladevorgang sehr langsam wird. Daher macht es Sinn, zum Ergebnis der Formel rund 30 Minuten hinzuzufügen. Schauen wir uns ein konkretes Beispiel an. Bist du stolzer Besitzer eines Tesla Model 3 mit einer Batteriekapazität von 62 Kilowattstunden und einer maximalen Ladeleistung von 11 kW, dann beträgt die Ladezeit für eine Vollladung an einer 11 kW Wallbox rund 6 Stunden. Du kannst die Ladezeit übrigens auch ganz einfach mit unserem Ladezeitenrechner berechnen, den du auf unserer Website findest. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Wenn du Fragen hast, kommentiere einfach unter diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Tim von GoE.